überschaubares Teilnehmerfeld bei den Rock-Senioren zu Rennen 9. Das erste Rennen der Rock-Senioren am heutigen Tag. Es ist die vierte Station im Rennkalender der ACV Kart Nationals. Niklas Krenz wird von der Pole Position aus starten. Chilan Lipinski mit der Startnummer 1 hat die zweite Startposition. Felix Scholz war der drittschnellste im Zeittraining vorhin, also er wird von der zweiten Startreihe von Platz 3 aus starten, vor Colin Corsten auf 4. Lukas Fester, das ist die fünfte Startposition für ihn. Christian Retzepoff wird von 6 aus ins Rennen gehen. Und Tim Noel Peschmann, ja, ist der siebte im Bunde, also startet von 7. Das war die siebtschnellste Zeit im Zeittraining. Auch hier natürlich der Hinweis bei dieser Single-Brand-Serie. Das Einzige, was gleich sind, oder ja, was gleich sind, sind die Reifen, Bridgestone-Reifen und der Motor. Einzig die Chassiswahl ist frei im Rock Cup. Das macht natürlich so ein bisschen die Transparenz, so ein bisschen die Fairness ein bisschen besser. Das heißt also auch die Fahrer, es kommt eigentlich immer nur wirklich auf die Qualität des Fahrens an, auf das Können, aufs Talent und nicht aufs Material, auf den Motor und sonst was. Also das Einzige, was man ändern kann, ist tatsächlich das Chassis. Aber egal, das Rennen ist nicht freigegeben an dieser Stelle. Die orangene Ampel, die zeigt es uns. Also auch hier war Marius Heinlein von der Rennleitung nicht ganz zufrieden scheinbar. So, die Gesten könnte man jetzt theoretisch lesen. Seitens der Rennleitung. Aber gut, okay. Machen wir es mal nicht. Wir warten. Ich denke einfach mal, dass der Abstand zu groß war zwischen den Fahrern, sodass jetzt andere einen nicht gewollten Vorteil gehabt hätten. Da gilt es natürlich darauf zu achten, dass alle gleich die ihre Position einnehmen, gleichen Abstand haben und so weiter und so fort. Und natürlich auch keinen Frühstart machen und dann dürfte alles passen. Also Versuch Nummer 2 und dann dürfte es endlich losgehen. Felix Scholz übrigens meisterschaftsführend vor Chilan Lipinski und Christian Retzepoff. Also diese drei Namen auf jeden Fall in meinem Kopf behalten. Felix Scholz ja mit 44 Punkten vor Chilan Lipinski in der Meisterschaft vorne. Also er hat einen mächtigen Vorsprung, kann die Meisterschaft für sich entscheiden, wenn das Rennen freigegeben ist. Und das ist es diesmal in der Tat. Also Niklas Krenz kam sehr gut vom Start weg, kam auch gar nicht mal so groß in Bedrängnis. Also er bleibt vorne, auch Chilan Lipinski kam nicht schlecht weg. Aber eben, ja, ein bisschen chancenlos, was Niklas Krenz im Start anging. Jetzt heißt es natürlich dranbleiben. Und schön zu sehen, wie sich dann auch gleich das Feld so ein bisschen, ja, entzerren wird. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Oh, da sticht er aber schon ganz schön, ja, kann man schon sagen, frech rein. Und zwar unser Herr Kollege mit der Startnummer und 30, Felix Scholz. Oh, da dachte ich schon fast, jetzt räumt er seinen Konkurrenten Lipinski ab, aber hat die Kurve nochmal gekriegt. Also Krenz, Lipinski, Scholz, das ist die Top 3, gefolgt von Corsten auf 4, Retzep auf 5, Fester 6 und Peschmann 7. Felix Scholz, ja, schon mit einer etwas härteren Linie unterwegs, kann man sagen. Aber nicht unfair, das kann man auch nicht sagen. Aber er guckt natürlich und probiert die Lücke, ja, zu finden. Also einfach mal vielleicht ein bisschen warten, bis sich die Lücke tatsächlich gibt. Aber wie gesagt, vom Warten, na, gewinnt man eigentlich ja auch nichts, ne? Also dürfen wir mal gespannt sein, wie Felix Scholz damit umgehen wird. Denn ja, es fällt nämlich natürlich schon schwer, geduldig zu bleiben, ja. Es sind 10 Minuten allerdings noch, also genügend Zeit für alle Beteiligten. Niklas Krenz mit der schnellsten Zeit des Feldes, 49,306. Auch die Verfolgerpiloten Lipinski bis Peschmann, also Plätze 2 bis 7, alle mit persönlichen Bestzeiten unterwegs. Also die Reifen funktionieren jetzt ganz gut. So
so ein bisschen taktieren sie natürlich alle hier im Feld. Man muss überlegen, die haben ja auch nur einen Satz Slicks. Ja, also, was man im Zeittraining verbrutzelt, auf gut Deutsch gesagt, hat man später im Finale eventuell nicht mehr. Das wäre natürlich extrem schade, weil da ist es etwas wichtiger als vielleicht eine bessere Startposition im Qualifying. Jetzt ist es Jillian Lipinski mit der schnellsten Zeit des Feldes, 49.191. So, rein von den Zeiten her ist Lipinski einen Ticken schneller unterwegs als Krenz. Wie gesagt, rein von der Rundenzeit her, der Abstand vergrößert sich dennoch. Eben waren es noch 5 Zehntel, jetzt haben wir schon über 7 Zehntel. Und ich denke, man kann es auch ganz gut an der Lücke erkennen, die hier schon ein bisschen größer geworden ist. Das Feld entzerrt sich zunehmend. Ja, Engsten, zwei Piloten, ist eigentlich Fester und Retzepov. Hierbei geht es um Rang 5. Fester ist auf die 6. Position zurückgefallen, Retzepov ist 5. Und Niklas Krenz mit neuer schnellster Zeit des Feldes mit 49.078. Mit fast einer Sekunde Vorsprung, inzwischen sogar schon auf Lipinski. Scholz befindet sich 3 Zehntel hinter Lipinski, also hätte die Möglichkeit durchaus in diesen nächsten oder in den letzten knapp sieben Minuten da noch was auszurichten. Aber wie wir auch wissen, es kann sich natürlich einiges ändern in 7 Minuten. Denn hier als Außenstehender natürlich immer auch schwer zu sehen, wie sieht es eigentlich mit den Reifen aus. Denn ist natürlich auch eine Frage, wie viele Runden habe ich im Zeittraining denn eigentlich gebraucht, um diese Zeit zu fahren für einen guten Start? Wie viel Gas habe ich gegeben? Wie habe ich die Reifen beansprucht? Das alles spielt natürlich eine kleine Rolle, denn am Ende eines Tages mit Quali, 2 Rennen und so weiter, ja, sind die Reifen schon ganz gut in Mitleidenschaft gezogen. Da braucht man eigentlich dann keine großen Rennen mehr in Anspruch nehmen. Die kann man dann noch als Trainingsreifen benutzen vielleicht, aber jetzt nicht mehr als Rennreifen. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, die können dann je nach Wetter natürlich dann auch nochmal entscheidend sein. Also das unterschätzt man manchmal ganz gerne, aber es gibt doch einige Sachen, auf die man achten kann. Vor allem soll es ja gegen 16 Uhr dann regnen, wenn wir diesem Wetterbericht im Internet Glauben schenken möchten. Soll es regnen und dann wird es sowieso spannend. Das bekommen jetzt erstmal hier die Rock-Senioren gar nicht mit. Aber da könnte es auf jeden Fall nochmal aufregend werden später. Vor allem mit dieser Bergab-Passage, die bei Nässe sowieso relativ gefährlich ist. Thank you.
Ja, auch Felix Scholz möchte dazugehören. Schnellste Zeit des Feldes mit 49.046. 49.046, das ist die schnellste Zeit des Feldes und die kommt inzwischen von Rang 3. Dabei tritt das ein, was ich eben schon so ein bisschen angerissen habe. 0,8 Sekunden Vorsprung beträgt er nur noch von Krenz auf Lipinski. Es wird also wieder weniger, das heißt, in den nächsten 4 Minuten könnte das noch vielleicht eng werden für Krenz. Also momentan wird es weniger, ja. Der Vorsprung schmilzt von Krenz auf Lipinski. Lipinski ist schneller unterwegs, was die Zeiten angeht, beziehungsweise relativ gleich. Also wenn da Krenz nicht aufpasst, dann könnte er die ersten 9 Minuten führend gewesen sein. Aber letztendlich zählt ja dann nur das, was man beim Schwenk der Zielflagge hat. Also die Führung, egal ob man eine Minute führend war oder 10, ist dann völlig wurscht. Von daher kann ich nur raten, Niklas Krenz sollte aufpassen. Und wieder wird der Abstand ein bisschen weniger. Also wir bleiben auf jeden Fall da mal dran. Ja, und ein sehr langsamer Lipinski. Also das war's dann wohl mit dem ersten Platz, wenn ich das mal so salopp sagen kann, ja. Wir haben jetzt Scholz als neuen Zweitplatzierten, was auch immer da los war. Also Lipinski ganz langsam aus dem unteren Infield heraus auf die lange Gerade war er sehr langsam, sodass Felix Scholz sich den zweiten Platz schnappen konnte. Keine Ahnung, was hier los war. Auf jeden Fall einen mächtigen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt auf der Geraden, sodass Felix Scholz der neue Zweitplatzierte ist vor Cillian Lipinski auf der 3. Und Niklas Krenz kommt das natürlich zugute. 1,7 Sekunden Vorsprung wieder. Also vergesst alles, was ich eben gesagt habe mit dem Vorsprung, der schmilzt. Pustekuchen, denn das ist hiermit eigentlich völlig unwichtig geworden. Rezepov übrigens, Korsten auf 4, Rezepov auf 5, Fester 6 und Peschmann auf der 7. Zwölf Runden haben die Fahrer bereits hinter sich. Noch 2 Minuten, also so rund 14, 15 Runden fahren die Fahrer im Schnitt hier bei so einem 12 Minuten Sprintrennen. Und da kommen schon die ersten Vorräte, ne? Ja, Gummibärchen werden da schon zur Race Control gebracht, gut. Wer bringt mir Gummibärchen? Ja, keiner, ne? Also, haben wir es mal wieder. Gut. Dann muss ich eben so weitermachen. Eine Minute knapp noch. Krenz hat über 2 Sekunden Vorsprung auf Scholz, der wiederum über 2 Sekunden Vorsprung auf Lipinski hat. Also, die Top 3 scheint entzerrt. Sehr unwahrscheinlich, wenn jetzt nichts Unplanmäßiges geschieht, dass hier noch irgendwas dazwischen kommen könnte. Korsten auf der 4. Auch er hat mächtig Luft um sich herum. Rezepov ebenfalls auf 5 viel Luft. Peschmann viel Luft auf der 17 und er auf der 6 und Fester mit der 19 auf der 7. Ebenfalls, nicht wirklich in Schlagdistanz. Also alle fahren jetzt so ein bisschen ihr Ding. Ja, schien mir fast gerade so, als hätte sich Cillian Lipinski in seinem Kart aufgeregt. Da hat er irgendwie mit der Faust so eine Geste gemacht, die leicht wutentbrannt gewirkt hat, aber verständlicherweise. Eventuell der Geschwindigkeitsverlust durch einen Fahrfehler resultierend, deshalb auch Platz verloren jetzt, einen Platz an Scholz. Merkt er natürlich jetzt langsam, dass die Luft dünn wird, dass er nichts mehr machen kann und das ärgert ihn natürlich. Würde uns auch ärgern, so ist es nicht.
Die Zeit ist vorüber. Letzte Runde also ist eingeläutet für, hier kommt er, Niklas Krenz. Und da ist sie, die schwarz-weiß karierte Flagge. Der Sieg für Niklas Krenz. Und zwar vor Cillian Lipinski. Vor Felix Scholz und Cillian Lipinski. So rum auf 1, 2 und 3. Korsten auf der 4. Retzepoff wird 5. Peschmann 6. Und Fester 7. Also sehr schön gemacht von Felix von Niklas Krenz und Felix Scholz auch, der ja, muss man sagen, glücklicherweise vom Fahrfehler von Lipinski profitiert hat. Da hat er sich auch ein bisschen geärgert und es machte noch immer, scheint gar nicht mehr ganz klar zu kommen drauf, aber so ist das eben, muss er mit zurechtkommen. Also, er hätte ja noch die Möglichkeit, später im zweiten Lauf im Finale der Rock-Senioren zu zeigen, was er kann. Das wäre übrigens um 16.15 Uhr Rennen Nummer 14 des heutigen Tages. Dann warten wir, bis alle Fahrer in die Boxengasse gefahren sind. Sage nochmal Hallo an alle, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, die gesagt haben, oh, Formel 1 ist sau langweilig, ich gucke mir das nicht weiter an. Ich gucke jetzt lieber ACV Kart Nationals, also in diesem Sinne herzlich willkommen hier in Oppenroth bei der vorletzten Station 2017. Wir machen, wie gesagt, jetzt dann weiter mit der DD2 und DD2 Masters zum 10. Rennen des heutigen Tages. Und zwar 12 Minuten werden auch hier gefahren.